Grüß Gott. Es wird ein kleines dramatisches Video. Ich will versuchen, meine Lidschatten auszumisten. Ich wollte mich noch gerade vor dem Video drücken. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich wollte mich davor drücken. Erstens mal sehe ich wieder gleich aus und zweitens, ich wollte mich einfach davor drücken. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich gehe mal durch. Ach Gott, ich glaube, da wird nichts fliegen. Ich gehe mal durch und versuche, was auszumisten. Ich hoffe, es gehen ein paar Sachen. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Die ist mir nämlich gerade wieder runtergeflogen. Seht ihr das? Die beiden sind rausgebrochen. Oh mein Gott. Ja, die lege ich jetzt mal auf die Seite, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich leere das mal aus. Oh mein Gott. So. Ich glaube, die werde ich weggeben. Wow, Nummer 1. Die werde ich weggeben. Den hier nicht. Das ist nämlich ein, das ist zwar ein Test, aber ich finde die Farbe schön. Den behalte ich. Make-up Factory gebe ich auch nicht weg. Das ist der da. Der bleibt auch. Was haben wir da? Die finde ich eigentlich auch schön. Okay, die dürfen noch bleiben. Noch. Dann, der bleibt sowieso. Der war von der Limited Edition. Der Make-up Factory wird auch bleiben. Hatte ich in irgendeinem Video, habe ich mal, ich glaube, ich habe mal ein Video drüber gemacht oder so. Also die bleiben auf jeden Fall. So wie der Glitzergrüne von Make-up Factory, der auch bleibt. Weil den gibt es nicht mehr und ich mag die Farbe. Obwohl er ein bisschen glitzert, aber der bleibt. Den gelben. Ich habe den geschenkt bekommen, das weiß ich. Ich weiß auch noch von wem, aber ich glaube, ich werde den ausmisten. Ich glaube, ich werde den ausmisten, weil ich habe einen gelben Ton und das ist nicht so ein starker gelber Ton und ich werde das nie im Leben aufbrauchen. Also, sorry, ich werde den ausmisten. Wow. Den werde ich nicht ausmisten, den habe ich von derselben Person gekriegt, die mir den gelben geschenkt hat. Und das ist von so einer Disney-Kollektion gewesen. Den werde ich behalten. Den habe ich auch noch gar nicht benutzt. Wo machen wir da weiter? Das ist ein Tester gewesen von L'Oreal. Ich weiß nicht. Ich finde die Farbe schön. Bleibt noch. Das ist so alt. Das ist sowas von alt. Das ist von Flomar. Flomar gibt es sogar gar nicht mehr. Klingt das hart, wenn ich jetzt sage, es kommt weg? Es kommt weg. Dann habe ich dasselbe in Schwarz mit Gold. Das bleibt noch. Das bleibt noch, weil ich die Marmorierung noch schön finde. Das ist nicht einfach für mich, wirklich nicht. Der kommt weg. Sieht man das? Das war ein Tester. Da fand ich die Farbe am Anfang schön, aber nichts Besonderes. Das bleibt, weil da finde ich die Farbe schön. Oder soll ich es weggeben? Ich weiß noch nicht. Ich überlege nur noch. Der bleibt auch, weil den habe ich mir von Catrice reduziert gekauft. Der sieht so aus. Habe ich zwar noch nie verwendet, aber bleibt. So wie der bleiben wird. Auch aus einer Limited Edition. Ich trage eigentlich kein Blau. Ist es eine Limited Edition? Kriege ich nicht mal auf. Aber er ist so schön. Die erinnern mich so ein bisschen an die MAC. Nein, der bleibt. Ja. Dann habe ich hier einen von Love. Das ist dieser braune. Sieht man nicht. Der sieht so aus. Bleibt auch noch. Sowas, glaube ich, verwende ich nie. Das ist so ein rosa Peachton. Das werde ich weggeben. Dann noch ein Love. Den werde ich auch lassen. Weil das, der habe ich mir auch selber gekauft. So sieht er aus. Den lasse ich. Oh, der bleibt auf jeden Fall. Das ist einer von einer Essence-Kollektion. Der bleibt. Dann habe ich die drei von Eclipse in der Hand. Von der Essence-Kollektion. Ich weiß nicht, ob ich die weggeben soll.
Ich schmink mit denen nichts. So sieht der eine aus. So sieht der andere aus. Ja, wunderschön. So, und so sieht der dunkle aus. Ich glaube, ich werde die weggeben. Ich hatte sie wegen... Ich lege es noch auf die Seite. Ja, da auch wieder ein gelber Lidschatten. Wunderschön. Ach Gott, das ist ein P2 Lidschatten. Aber den werde ich behalten. Einen gelben habe ich ja weggeben. Also behalte ich den. Der war mal reduziert. Schaut aber schön aus. Essenz war das, so ein Grau. Den werde ich noch behalten. Den gebe ich weg. Vielleicht will die meine Nichte haben. An dem bin ich so lang gehängt und ich habe mich entschlossen, ihn wegzugehen. Ich bin so verdammt stolz auf mich. Ja, da war ich mir auch noch nicht sicher. Was haben wir da noch? Ja, das gebe ich nicht weg. Das sind auch Teste. Das ist ein lila von L'Oreal. In L'Oreal. Und ein grüner von L'Oreal. Die gebe ich nicht weg. Die werde ich mir lassen. So wie das da. Das war mal was von Essence, was man so aufschieben musste. Das ist so ein grau... schwarz, also die gebe ich auch gar keinen Fall weg, weil die mag ich sehr, sehr gern. Dann habe ich da so ein hellblau. Auch von P2 war der damals. Ich weiß nicht. Soll ich ihn behalten? Soll ich ihn weggeben? Ich lege ihn auf die Seite. Ja, das ist schon fast leer. Seht ihr das? Das wäre fast leer. Das Rosa benutze ich halt nicht. Ich glaube, ich schenke dem meiner Nichte oder so. Auch wenn ich es fast geschafft habe, die aufzubrauchen. Aber was mache ich damit? Ich mag kein Rosa. Wenn ich den Weißen drin leer machen würde, würde ich das Rosa sowieso entsorgen. Der ist auch schön. Das ist so ein dunkler Catrice-Lidschatten. Der bleibt auch fürs Erste. Der bleibt auf jeden Fall. Das ist so ein Essence-Lidschatten mit Holo-Effekt. Aber deswegen mochte ich ihn nicht, sondern ich mag einfach die Farbe von dem so gern. Deswegen bleibt der. Dann, die bleiben auch noch. Noch. Das sind zwei Go Snow-Lidschatten. Bei denen bin ich nachgerannt wie blöde. Also die bleiben auch. So. Kommen wir gleich mal zu... MAC gebe ich keine weg. Also die, was da drin sind. Die bleiben alle. So wie die da drinnen alle bleiben. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Die hier. Die bleiben auch alle. Und auch die. Die bleiben auch. In eine sogar ein Hitte-Pen. Die bleiben auch. Die gebe ich auch nicht her. Ja, das sind die Lidschatten, die ich extra auch da in die Palette rein dann habe. Ja, das werde ich behalten, weil das war mein erstes Lidschatten-Ding, was ich jemals hatte. Und das werde ich behalten, weil das ist von einer Essence Catrice-Kollektion, da wo ich sogar stolzerweise den Kajal aufgebraucht habe. Nur die Lidschatten noch nie benutzt habe. Deswegen lasse ich das heraus, weil ich habe irgendwo gesehen, ich habe solche ähnlichen Lidschatten. Also schauen wir dann gleich mal. Alter. Kommen wir zu... Oh Gott, ich habe da keinen Platz. Kommen wir zu den Pigmente. Ja. Da sehe ich auch gerade, dass da eins offen ist. Sehr schön. Bleibt auf jeden Fall. So wie die beiden. Die bleiben auch. Das sind die von MAC. Die habe ich euch in dem Pigmentsammlungsvideo gezeigt. Das kommt jetzt weg. Da bin ich brav. Das kommt weg. Diese Glitterdinger kommen weg. Nebula bleibt von MAC. Ich zeige euch das nicht so genau, sorry. Die beiden Glitter bleiben auch. Das sind diese Silberglitzer. Oh Gottes Willen. Komm her da. So. Ja, das bleibt auch. Das ist so ein Weißglitzer. Ich glitze jetzt überall. So, das bleibt auch, weil das auch so ein weißes Glitzer ist. Seht ihr das? So Holo-Glitter, das bleibt. Mein Naked von MAC bleibt natürlich auch. Mein verstaubtes Melon-Pigment von MAC bleibt natürlich auch. Das gebe ich jetzt endlich wieder auch da rein, weil das fliegt sowieso nur mal dumm.
Das bleibt auch. Das ist von Inglot ein Pigment. Das Blaue wird auch noch bleiben, obwohl ich mir da noch nicht so sicher bin. Dann kommen wir zu dem Kitty. Das werde ich weggeben. Weil ich habe solche ähnlichen schon. Oder soll ich es behalten oder weggeben? Nein, ich behalte es noch. Vielleicht sollte ich mir mit Glitter schminken. Dann würde ich mich nicht so schlecht fühlen. Die beiden bleiben auch. Weil die mochte ich auch so gern. Von Essence. Obwohl, ich habe das jetzt schon in so oft der Ausführung. Wo bist du jetzt? Wo seid ihr alle drei? Okay, Moment. Also das Bläuliche bleibt von Essence. Ja? Ich habe da jetzt halt nur welche, was sich sehr ähnlich schauen. Die vier schauen sich sehr, sehr ähnlich. Also, naja. Nein, ich behalte alle. Ja, ich behalte alle. Ich glitzer. Das werde ich auch noch behalten. Vielleicht kann ich es irgendwann mal verwenden. Dann, ich habe davon zwei. Deswegen werde ich eins natürlich weggeben. Ich habe davon zwei. Das ist von Makeup Factory, die Pigmente. Da gebe ich eins natürlich weg, weil ich habe zwei. Das werde ich auch noch behalten. Das habe ich mir nämlich mal gekauft. Das war von P2. Das werde ich auch noch behalten. Und das Schwarze von Essence, das war mal ein Tester, werde ich mir auch noch behalten. So. Okay, Pigmente war jetzt... Oh Gott, das geht nicht. Pigmente war jetzt nicht so brav. Es sind nur ein paar geflogen. Ja, was haben wir da? Da wird nichts aussortiert. Das sind meine MAC-Lidschatten. Da geht gar kein einziger geht da raus. Das stelle ich da aufs Bild drauf. Kein einziger geht da weg. Habe ich noch irgendwo was? Wo sind die restlichen? Ich glaube, jetzt haben wir da noch die ganzen Paletten. Oh mein Gott, wohin mit dem ganzen Chaos? Wohin damit? Oh Gott. Okay, das ist noch ein einzelner Lidschatten, den ich aber auch noch behalten werde. Das ist von Douglas, so ein Braun. Den lasse ich mir auch noch. Den habe ich da noch gefunden heraus. Dann die Palette von Makeup Factory lasse ich natürlich auch. Das ist die mit den matten Farben. Bleibt natürlich auch. Wie soll ich das am besten machen? Gott, hey Leute. Ich überlege, ob ich die weggeben soll. Die habe ich mir mal gekauft. Sieht man das? Den Lidschatten habt ihr gerade vorher gesehen von Catrice. Den habe ich so ähnlich und die anderen verwende ich ähnlich. Also kommt die weg. Wow, ich bin fucking stolz auf mich. Wow. Die habe ich gemeint. Die schauen so ähnlich aus wie die, die da drinnen sind. Voll in mein Gesicht. So. Oder? Nicht ganz. Aber es sind ähnliche drinnen. Das ist von Miss Lean, diese Lidschatten. Die mochte ich früher ja so gern. Da kann ich mich noch nicht entscheiden. Ich lege es auf den, weiß ich noch nicht, Haufen. So. Dann habe ich hier eine Rival de Loup Palette. Die gebe ich nicht her, aber die war ein Geschenk aus einem Tauschpaket. Die bleibt auch. Da wollte ich gar nicht diskutieren drüber. Die ganzen MAC Quads. Da habe ich nämlich einmal das Lady Grey Interior Life. Das ist, glaube ich, Cutie. Genau, das ist Cutie. Und das Color Edit. Alle bleiben. Die gebe ich nicht weg. Welcher blöd. So wie das hier. Das bleibt auch einfach. Das ist von der Tartan Tail Kollektion gewesen von MAC. Und das bleibt auch. Auch wenn ich solche Lidschatten schon in so einer ähnlichen Form habe. Den finde ich auch schön. Aber das bleibt. Von allem muss ich mich nicht wenden. Das bleibt auch, weil das ist von Miss Lean. Die finde ich nämlich auch schön. Und ich weiß, dass ich es schaffen würde, solche Miss Lean Lidschatten aufzubrauchen, wenn ich sie jeden Tag verwenden würde. Also, und ich mag die Farbkombi. Also ich würde das auf jeden Fall behalten. Auch wenn ich 100 grüne Lidschatten habe, ich werde auch die von Essence behalten. Ja, die sind nämlich noch neu und unbenutzt.
Dann auf jeden Fall werde ich behalten die von MAC. Das ist von der Wonder Woman Kollektion gewesen. Habe ich mir unbedingt... Jetzt werdet ihr sicher lachen, weil das sind auch grüne Lidschatten, verflucht nochmal. Ach Gott, ja. Aber ich finde die Kombi schön und ja, MAC gebe ich nicht her. Das klingt zwar vielleicht selbstsüchtig, aber MAC gebe ich nicht her. Das gebe ich auch nicht her, weil ich die Farbkombi mag. Und ich das oft benutzt habe im Sommer, letztes Jahr. Da habe ich noch einen einzelnen Lidschatten. Alles ist so verflucht dreckig erst. Das gebe ich auch nicht her. Das ist ein einzelner Lidschatten von Makeup Factory. Und ich mag die Lidschatten von Makeup Factory. Und deswegen bleibt auch. Dann, MAC bleibt. Das ist das Caviar Dreams. Kann ich euch kurz zeigen. Mit dem habe ich früher aufgeschminkt. Ich möchte doch irgendwie mehr mit meinem MAC wieder schminken. Da ist auch, glaube ich, der Retro-Speck noch drin, den ich mal aufgebraucht habe. Da ist er. Ja. Dann. Ein MAC, das habe ich geschenkt bekommen. Das bleibt auch. Das sind blaue Lidschatten. Miss Lean. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe da nämlich noch eine. Eine werde ich weggeben. Und ich glaube, es wird die da sein. Weil mit der war ich noch nie so zufrieden. Noch nie. So sieht die aus. Die werde ich weggeben. Und die behalte ich noch. Weil da habe ich auch so viele Lidschatten aufgebraucht. Schaut euch das an. Da habe ich wirklich viele aufgebraucht. Und die andere... Lasse ich auch noch. Ich weiß, da war schon schlecht aus bei den Paletten, aber ich gebe mir Mühe. Okay, die werde ich weggeben. Da habe ich schon so lange mit mir gerungen, dass ich habe die, glaube ich, sogar extra... vom Kleiderkreisel mir tauscht, aber ich werde sie weggeben. Ich schmink mit der nicht und weg damit. Holen wir mal den anderen raus. Mein Gott. Mein Herz, Leute, mein Herz. So, da habe ich eine MAC gesehen, die bleibt auf jeden Fall, weil das ist die Call Me Bubbles. Die bleibt fix. Dann eine von NYX. Da sind mir schon so viele rausgebrochen und ich kann mich aber trotzdem von der nicht trennen. Deswegen bleibt die auch. Ja. Das wird jetzt fliegen, weil ich eh auch so viele grüne Lidschatten habe. Die müsst ihr mir verzeihen, die gebe ich nicht her. Das sind von Catrice Lidschatten. Nichts fallen lassen, bitte. Einmal ein rosa, einmal ein grün, einmal ein lila und einmal so ein gelb. Und die gebe ich nicht her, weil die habe ich damals extra gesammelt und die Kollektion fand ich auch so schön und ich habe das Blush auch noch. Deswegen bleibt das. Das sind Tester. Kann man die Farben sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das behalten soll. Die sind unbenutzt. Und alle Farben, die ich da drin habe, habe ich heute schon gesehen. Ich glaube, ich würde es weggeben. Ich wollte das damals haben, weil es kein anderer haben wollte. Bevor es weggeschmissen wird, habe ich mir gedacht, okay, nehme ich's. Aber es war unnötig. Für was auch? Ja, das soll ein Lidschatten sein. Ich weiß nicht, ob ich das behalten werde. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie als Lidschatten verwendet. Ich bin mir da wirklich... Was ist denn das von der Deko? Oh, ja, die bleiben auch. Oh, sorry. Die bleiben auch. Das sind meine Matten von Adeco. Die bleiben natürlich auch. Das und das bleibt auch. Das ist von Catrice von L.E.s. Die bleiben auf jeden Fall auch. Das war einmal aus der Papagena L.E. Das war das da. Wieder grün dabei, ich weiß. Und einmal aus der 50s Girls Reloaded, glaube ich, hat die geheißen. Nein, Hollywood's Fabulous 40s hat das geheißen, das die Kollektion. Mit der habe ich auch mich mal geschminkt gehabt. Die ist auch urschön, die Palette. Also das Vierer-Quad. Die bleiben auch. Oh. So, was haben wir da? Dann habe ich da noch eine Sleek. Oh mein Gott. Dann habe ich da noch eine Sleek. Die habe ich auch aus Kleiderkreisel wegen dem Pink. Aber ich finde die nicht so gut.
Ich werde mit der noch schminken und dann überlege ich mir noch, ob ich die ausmiste oder nicht. Wehe, es fliegt das gerade. Ich glaube, ich habe nur noch die und dann muss ich mich noch entscheiden, was ich mit den anderen mache, die was ich auf der Seite liegen habe. Das da, ich habe keine Ahnung, das benutze ich nicht. Es war urteuer, aber ich benutze es nicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich lege es auch kurz zu den ich weiß es nicht. Ja, das ist... von dem kann ich mich auch nicht trennen. Der Gel alleine ist schon mega Schrott, aber die anderen Lidschatten, also das Gold. Obwohl ich eh so viel Gold habe. Oh, ich weiß nicht. Da weiß ich auch nicht. Da kann ich mich auch nicht entscheiden. Ob ich das weggeben soll oder ob ich es behalten soll. Und bei dem Make-up Factory weiß ich es auch nicht. Bei dem da. Bei dem. Das sollen Lidschatten sein, aber ich glaube, ich gebe es weg. Das ging schnell, yay. Naja, schnell. Ich glaube, ich gebe es weg. Ich fange damit nichts an, ob ich mir das unbedingt einbildet. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kann man mich was Leichteres fangen als das. Ja, ich schaue Uhr aus. Nur zur Information. Okay, was machen wir mit denen jetzt? Fahren wir da mal durch. Ah, die sind schon schön. Sind schon sehr, sehr schön. Okay, die dürfen noch bleiben, weil ich habe die grünen ja von denen weggeben. Und das lilane, glaube ich, habe ich damals auch weggeben. Ich bin mir bei dem so unsicher. Ich bin mir bei dem wirklich unsicher. Weiß nicht, ob ich es weggeben soll oder nicht. Okay, lassen wir es noch. Die Eclipse gebe ich weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Da überlege ich auch, ich wollte den damals unbedingt haben, diesen Manhattan-Lidschatten, den ich da als Tester habe. Ich wollte den damals unbedingt haben und jetzt benutze ich den Cars nicht. Bist du der? Aber gemeinsam ist das... Nö, der bleibt. Das ging jetzt schnell. Der bleibt. Der blaue von P2. Was ist mit dem? Der ist so ein richtiges Eisblau. Ich glaube, den gebe ich weg. Ich habe eh den gelben. Soll ich ihn weggeben? Wie will ich ihn blau kombinieren? Ja, das ist wirklich blau. Nein, ich behalte ihn noch. Ich behalte ihn noch. Kommen wir wieder zu dem. Was mache ich mit dem? Es ist nicht das... Es sind schon schöne Farben, aber ich habe das schon irgendwie so in der Ausführung. Man sieht es gar nicht. Da sind die vier Farben. Warum habe ich mir das angetan? Weggehen, bleiben, weggehen, bleiben. Sie sind auch schon sehr alt, muss ich noch so nebenbei erwähnen. Also sie sind schon sehr, sehr alt. Und ich habe so viele Goldtöne. Ich habe das, glaube ich, damals nur auch aufgehoben wegen dem Gold. Wobei ich sehe gerade, dass das nicht mal ein richtiges Gold ist, sondern eher so ein Bronzeton. Mami. Die kann mir auch nicht helfen. Ich glaube, ich werde das, Oh Gott. Oh Gott. Tut sich das bloß nicht an. Das ist das Deluxe-Ding da. Nein, ich gebe das weg. Oder doch nicht. Ich weiß nicht. Man sieht die Swatches jetzt nicht so gut, dass ich das so scheiße gemacht habe. Okay, ich mache mal meine Hand sauber und dann swatchen wir nochmal und dann überlegen wir. Mit wir war mein zweites persönliches Ich gemeint. Nur so zur Info, falls jemand fragt. Gott, nochmal das Neue. Ich meine das... Okay, lass mal's.
hat gewonnen. Oh Gott, ich bin so ein Opfer. Ich glaube aber, dafür gebe ich das Braune von Miss Lean weg. Das da, das werde ich weggeben. Weil das von... Ist das jetzt weg? Das von ist... Nein, das liegt noch da. Ich überlege, ob ich jetzt das Braune von Miss Lean weggeben soll. Ah, die sind so butterweich. Nein, ich lasse beide noch. Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja die Yves Rocher Lidschatten auch so noch habe. Eigentlich sollte ich schon noch was ausmisten. Das ist wirklich nicht leicht. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Das ist alles schon mal... Man sieht nichts jetzt. Das ist schon mal alles auf der Seite. Ich glaube, das ist schon ein positives Ergebnis, oder? Oh Gott. Also ich zähle mal eins. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 20 Lidschatten, Paletten oder einzelne, die jetzt ein anderes Zuhause finden. Trotzdem habe ich noch genug. Okay, also ich mache jetzt eins. Ich lasse die restlichen noch in meiner Sammlung, auch die einzelnen Yves Rocher, die ich habe. Ja, die lasse ich jetzt noch. Ich glaube, ich werde meinen Freund überreden, ob er mir diese, so ähnlich wie die da, die Schminkpaletten da, die, also diese Lidschattenpaletten, ich werde mal gucken, ob er mir sowas bestellen kann und dass ich die Yves Rocher dann in eine Palette gebe. Damit ich sie nicht dauernd vergesse, weil das Problem ist, ich vergesse sie immer. Ja, weil da habe ich ja ein paar schon drinnen. Ein paar Yves Rocher. Da sind schon ein paar drinnen. Und einer ist mir kaputt gegangen, also. Und da ist auch schon wieder ein Gold drin. Oh Gott. Ja, aber ich bin stolz auf mich, dass ich ein paar aussortiert habe. Es sind 20 so oder sowas jetzt da. Und ich glaube, mehr kann man von mir nicht verlangen. Seid nicht zu hart zu mir. Leute, habt Mitleid. Ja, auf jeden Fall. Das sage ich jetzt in dem Video ganz laut. Ich habe ein absolutes Lidschattenkaufverbot. Es darf kein Lidschatten gekauft werden oder als Tester mitgenommen werden. Nein, außer es ist für jemand anders, aber sonst nein. Da habe ich nämlich auch noch zwei Lidschatten drinnen. Die sieht man nur nicht, weil da ist auch ein Rouge drin. Das Rouge werde ich rausnehmen und die Lidschatten werde ich auch weggeben. Also sind es 24, glaube ich. Ich schreibe es euch dann nochmal irgendwo hin, wie viele es wirklich waren. Schaut es dann in die Infobox noch, wie viele Lidschatten es wirklich sind, die weggekommen sind. Ja. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, mehr will ich mir nicht antun. Was sagt ihr? War ich jetzt brav beim Aussortieren? Ich finde jetzt nicht. Also ich hätte, wenn mein Herz nicht so groß wäre, würde es nach mir gehen, würde ich noch ein bisschen mehr ausmisten, aber da war also noch ein bisschen was bleiben. Ich mache dann auch noch eine Aufnahme, wie es ausschaut, wenn die Lade eingeräumt ist. Versprochen. Also sehen wir sich im nächsten Video. Bye. Ja, das Blöde ist, ich habe jetzt keinen Vorher-Nachher-Effekt, aber so schaut es jetzt aus. Es ist da relativ viele Paletten jetzt noch, weil da sind die ganzen von MAC, da sind die ganzen Einzelnen jetzt noch, da sind auch noch welche. Und das ist die, wo mir die runtergefallen ist vorher. Ja, es ist trotzdem noch viel, aber ich habe ja ein Kaufverbot jetzt. Ich glaube, das ist okay, oder? Schreibt es mir in die Kommentare.